Das ist ein sehr, sehr schönes Event. Ich bin ziemlich positiv überrascht, dass so viele Gäste gekommen sind. Und ich bin auch sehr stolz auf unsere Kollegen, in so einer kurzen Zeit so ein großartiges Event organisiert haben. Und wir haben heute auch das Glück mit Wetter. Du siehst ja, die Sonne spricht für uns, ja, und Sonne hilft uns. Und heute ist ein wunderschöner Tag. Und normalerweise ist es nicht üblich in Österreich, dass wir im September noch so eine schöne Wetter haben. Das heißt, die Sonne hilft uns und die ganze Environment in Österreich und die ganze Feeding hilft uns auch. Ich glaube, die Zukunft für Fotovoltaik sieht sehr, sehr entsprechend aus. In EU, wie Sie wissen, es gibt hier sehr viele Förderungen für Fotovoltaik, nicht nur in Western Europe, auch in Eastern Europe, die ganzen Regionen, die versuchen, auch Geld in Photovoltaik zu investieren und das Ganze zu fördern. Huawei hat seit kurzem eine neue Firma gegründet. Es called Digital Power Technology. Und diese Firma wird sich hauptsächlich um Photovoltaik konzentrieren. Das heißt, Huawei wird in den nächsten mindestens 10 bis vielleicht 50, 60 Jahre sehr viele auf Photovoltaik fokussieren, investieren und auch Huawei wollen natürlich wie immer ja, in Photovoltaik, was Wechselrichter betrifft, auch nach wie vor Nummer 1 auf der ganzen Welt sein. Deswegen wir sind sehr froh, dass wir diesen Schritt mit Huawei miterleben dürfen und weitergehen dürfen. Huawei ist eine sehr, sehr innovative Firma. 80% von Huawei-Mitarbeitern sind in Forschung und Entwicklung. Das heißt, Huawei ist immer Marktleader, was Forschung und Entwicklung betrifft. Und das entscheidet sich, dass Huawei immer neue Technologie entwickeln, neuen Produkt entwickeln. Und die Mitbewerber, die schauen immer, was Huawei machen und die viele Mitbewerber, die machen Huawei mehr oder weniger nach oder die schauen, was Huawei tut. Das ist ein Utility-Event. Das heißt, es wird in Zukunft auch in Österreich sehr viele Utility-Produkte von Huawei seit aus in Österreich auch vertrieben und verkauft werden. Also das können erwarten, dass wir eine ganz volle Plattform für Utility-Produkte haben werden.